Kristin und Seans Geschichte ist krass. Sie haben ihr Traumhaus gekauft, sind eingezogen und hatten einen Brand. Das ist 2 Jahre her und sie haben es noch immer nicht verdaut. Das ist unser Haus. Wir haben es vor 6 Jahren gekauft. Vor allem, weil uns der Grundriss zusagte. Es wirkte sehr hochwertig und wir dachten, wir müssen es nur ein bisschen nach unserem Geschmack renovieren. Was uns gleich störte, war, dass die Anschlüsse für Waschmaschine und Trockner in der Garage waren. Die haben wir wieder nach drinnen verlegt. Wir wollen zum Waschen ja nicht immer vor die Tür gehen. Sean wirkt wie ein geschickter Heimwerker. Er hat den Keller ausgebaut und auch oben was gemacht. Im Erdgeschoss allerdings nicht viel. Es geht nicht um Details. Es muss alles gemacht werden. Wir brauchen echt eine Expertin. Willkommen im Haus, das Sean fast niedergebrannt hätte. Begrüßt du jeden so? Ja, schon. Ich freue mich auf eine Führung. Ich will alles sehen, was ihr gemacht habt. Ich den Kamin. Die Steinverkleidung? Genau, mit Anleitung aus dem Netz. Und oben? Ich weiß nicht, wie man das abschließt. Trotzdem bin ich ganz zufrieden. Hier ist viel zu tun. So hausen wir seit 2 Jahren. Was ist hier passiert? Kristin war schwanger und hat oben geschlafen. Ich bin mit unserer großen Tochter Mason einkaufen gefahren. Und weil auf den Arbeitsplatten zu wenig Platz ist, habe ich auch Lebensmittel auf den alten Elektroherd gestellt. Irgendwie bin ich wohl an einen Knopf gekommen und eine Platte wurde heiß. Ich roch Rauch und der Alarm schrillte. Die ganze Küche stand in Flammen. Erschreckend. Herd und Mikrowelle sind hinüber. Und die Küche ist ohnehin eng. Und wie kocht ihr ohne Herd und Mikrowelle? Wir bestellen viel. So hatten wir uns das nicht vorgestellt. Wie geht es euch damit? Ich fühle mich eingeschränkt und wie eine Versagerin. Ihr müsst bitte das Haus ausräumen. Dann legen mein Team und ich los. Perfekt. All right, let's go. Wir haben nur 6 Wochen, bis die Familie wieder einzieht. Deshalb mache ich jetzt eine Begehung mit Scott. Es gibt viel zu besprechen und zu entscheiden. Hi. Hey. Etwas eng. Ja, ich würde gerne den Flurschrank entfernen. Okay. Ist da drin ein tragender Pfeiler? Es wird wärmer. Lustig. Wärmer. Da, dieser Pfeiler ist sicher tragend. Ja, bestimmt. Sonst ist ja weit und breit nichts. Der muss bleiben. Er ist sehr stolz drauf, wie er den Kamin verschönert hat. Aber an der Decke wusste er nicht weiter, weil die leicht schief ist. Deshalb hat er es so gelassen. Hier ist mein Plan fürs Erdgeschoss. Der Einbauschrank fliegt raus. Neuer Boden, neue Leisten, alles streichen, weg mit der Rauputzdecke, neue Lampen. Den Kamin vollenden wir. Neue Materialien und Farben und die Treppe modernisieren wir. Alles im Stil von Sean und Kristin. Die Küche wird langsam. Die Schränke stehen schon und man sieht eine deutliche Verbesserung. Vorher war die Küchenzeile nur ein Drittel so lang wegen der Wand. Das Coolste ist die Insel. So eine große habe ich noch nie gebaut. Das liegt auch an dem Pfeiler. Den konnten wir nicht entfernen. Die Schränke werden bis hierher reichen. Sie werden einen maßgefertigten Korpus bilden, der den unteren Teil des Pfostens verbirgt. Den oberen Teil will ich mit altem Holz ummanteln, damit er sich optisch besser einfügt und der Küche einen gewissen Strandlook verleiht. Sieht toll aus!
Der Familie ist der Esstisch besonders wichtig. Und die Sitzecke vorm Kamin, den Sean selbst verkleidet hat, der ist ein Blickfang. Dieser Bereich soll richtig gemütlich werden. Und wichtig ist auch, durch die neue Tür kommt man nun an den Pool. Die Möbel sollten den Durchgang nicht versperren, sodass man gut rein und rauskommt. Los, richten wir ein. Zwei gegen eine. Die Blautöne im Teppich korrespondieren mit dem Blau vom Kinderschreibtisch. Können die Stühle dran? Cute. Scott, was machst du? Pause, ich schwitze so. Alles muss perfekt für morgen sein. Willkommen zu Hause. Aufgeregt? Total. Bei eurem Auszug lag bei euch ja einiges im Argen. Das Feuer liegt 2,5 Jahre zurück. Habt ihr das Gefühl, ihr habt dieses Trauma ein bisschen überwunden? Ich denke schon. Ich glaube, ich habe das ganz hinter mir gelassen. Wie schön. Wir hatten $120.000, sind im Budget geblieben und pünktlich fertig geworden. Jetzt freue ich mich darauf, euch zu zeigen, was wir gemacht haben. Geht doch erst einmal rein und seht euch um. Ich komme danach. Klingt gut. Die Insel. Die ist riesig. Oh my God. So viel Stauraum. So much storage. Toller Boden. Die Farbe ist perfekt. It's like the perfect color. Ein dezenter Strandlook. In your face. Yeah. Ist das der Pfeiler, den wir nicht los wurden? It looks so good. Toll. Den hätte ich nie so hingekriegt. Irre. Sieh dir das an. Is it a chair? Ist das ein Stuhl? Genial. Toll. Der Platz ist perfekt genutzt. Und ich mag das Blau. Der Kamin ist Seans Werk. Ja, aber ihr habt ihn gestrichen und einen guten Übergang zur Decke gemacht. Super. Der Anstrich ist aus Kalk, weißem Sand und Zement. Jetzt zum Pfosten. Wir haben ihn zu einem Teil eurer Küche gemacht. Ich finde das Holz wunderbar. Es ist anders als der Boden, fügt sich aber gut ein. Wir waren ja Geräte kaufen. Sehen super aus. Ihr könnt hier auf 4 Flammen kochen. Und es gibt einen Grill, eine Grillplatte und 2 Öfen. Wahnsinn. Hier könnt ihr Zeit mit der Familie verbringen. Was werden eure Töchter sagen? Die werden vor Freude um die Insel rennen. Genau. Dann gehe ich jetzt. Vielen Dank.